Hallo, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meiner Antrittsvorlesung Combining Semantics and Deep Learning for Intelligent Information Services. Es geht also darum, auf der einen Seite symbolische Logik, symbolische Repräsentationen, Semantik mit maschinellem Lernen zu kombinieren. Und dabei werde ich Ihnen einen kleinen Einblick in vergangene Forschungsarbeiten und aktuelle Forschungsarbeiten geben. Ich stelle ganz am Anfang dieser Präsentation einen Zeitungsartikel vom Ende letzten Jahres, den Sie vielleicht auch kennen. Da geht es darum, dass ein neuer Supercomputer Google DeepMind in der Lage ist, jeglichen menschlichen Go-Spieler zu schlagen. Und wie Sie sehen, titeln die Medien gleich daraus, dass DeepMind in der Lage wäre, 3000 Jahre menschlichen Wissens in nur 40 Tagen zu lernen. Sieht so aus, als wären wir fast am Ende angekommen mit der menschlichen Zivilisation, wenn denn das menschliche Wissen quasi nur das Spielen dieses Spiels Go umfassen würde. Go ist ja eigentlich ein relativ einfaches Spiel, zumindest was die Komplexität und den Möglichkeitsraum angeht. Wir haben schwarze Steine, wir haben weiße Steine, wir haben ein zweidimensionales Spielbrett und das ist schon die ganze Welt. Dazu kommen noch eine Handvoll Regeln, aber natürlich auch unendlich viele Möglichkeiten, jetzt diese Steine hier auf dem Spielbrett zu kombinieren. Das Interessante an genau diesem Computer ist jetzt allerdings, dass er nicht nur wie bisher eben mit reiner Rechenkraft quasi versucht, sämtliche Möglichkeiten auszuprobieren und die besten auszuwählen. Dafür eignet sich das Spiel nicht, da es eben zu viele Möglichkeiten gibt, sondern er lernt aus begangenen Fehlern bzw. verstärkendes Lernen, wenn er denn gewinnt. Und der Rechner wurde nicht nur jetzt gegen Menschen trainiert, nein, er spielt auch gegen sich selbst und wurde dadurch am Ende viel, viel besser als jeder menschliche Spieler. Das Problem ist nur, dass eben aus genau solchen punktuellen Spitzenleistungen gerne mal in den Medien übertrieben wird und daraus eben abgeleitet wird, dass uns Computer bald in jeglicher Art und Weise überlegen sein würden. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Bereits zur Hochzeit der künstlichen Intelligenz, der allerersten Hochzeit in den 60er, 70er Jahren, hatten berufene Leute wie Marvin Minsky, einer der in Anführungszeichen Päpste der künstlichen Intelligenz in der ersten Generation, Prognosen wie diese getätigt. Zum Beispiel sagt er: In from 3 to 8 years we will have a machine with a general intelligence of an average human being. Also in 3 bis 8 Jahren werden wir eine Maschine haben mit der allgemeinen Intelligenz eines Durchschnittsmenschen. Ja, wer sich heute mal mit Alexa oder Siri unterhalten hat, weiß, diese Aussage ist natürlich mit Vorsicht zu betrachten. Interessant war auch, dass nach dieser Aussage in den 70er Jahren erstmal 20 Jahre lang sozusagen eine Art Eiszeit angebrochen ist und die künstliche Intelligenz erstmal etwas im Niedergang begriffen war oder an ihrer Popularität eingebüßt hatte, bis sie dann Mitte der 80er Jahre wieder mit den neuronalen Netzen einen weiteren Aufschwung genommen hat. Schauen wir uns mal an, wie, und dazu gehen wir ein Stückchen in der Geschichte zurück, eben die künstliche Intelligenz sich entwickelt hat, auf der einen Seite ausgehend von biologischer Inspiration, auf der anderen Seite ausgehend von mathematischer Logik. Und wir fangen hier an natürlich mit der Biologie. Dieser Zweig der künstlichen Intelligenz beginnt eigentlich schon in den 40er Jahren. 1940 erklärte Donald Hebb, wie Nervenzellen im menschlichen Gehirn eigentlich miteinander kommunizieren und funktionieren, und führte das auf ein relativ einfaches Modell zurück. Was wir hier sehen, sind 2 Nervenzellen. Eine sehen Sie hier vergrößert und da sehen Sie solche Fortsätze dran. Das sind die sogenannten Dendriten. Und über diese Dendriten kann eine solche Nervenzelle erregt werden. In der Mitte im Nukleus, sogenannte Soma, kommen sämtliche Impulse zusammen und sobald ein gewisser Schwellwert überschritten wird, feuert diese Nervenzelle selbst entlang eines Axons zu anderen Nervenzellen und kann dadurch wiederum andere erregen. Das ist das grundsätzliche Modell, nach dem hier dieses biologische neuronale Netzwerk funktioniert. Und ebenfalls bereits in den 40er Jahren, 1943, haben hier McCulloch und Pitts genau dieses Modell auch in ein mathematisches Modell gefasst. Das sehen Sie hier unten auf der rechten Seite. Es ist also ganz einfach, wir haben hier ebenfalls Eingaben, die gewichtet werden können und die laufen alle zusammen in einer gewichteten Summe. Und sobald ein gewisser Schwellwert überschritten ist, dafür sorgt dann hier eine sogenannte Step-Function oder Schrittfunktion, eine Threshold-Function, dann feuert genau dieses Neuron selbst wieder.
Interessanterweise kann genau dieses ganz einfache Modell schon hergenommen werden, um erstes neuronales Lernen, um erstes maschinelles Lernen zu ermöglichen. Genauso wurde es auch Anfang der 50er Jahre dann realisiert. Das heißt, es wurde ein Fehlerkorrekturmechanismus, ein Lernmechanismus implementiert, der jetzt den erwarteten Output, also die erwartete Ausgabe eines solchen Neurons mit der aktuell erzielten verglichen hat und entsprechend dann die Gewichte, die an den einzelnen Dendriten lagen, modifiziert hat. Basierend darauf war es dann möglich, einer bestimmten Vorgabe folgend, eben ganz bestimmte Muster und Modelle zu lernen. Und das wurde bereits schon 1957 hier im Mark I Perzeptron realisiert. Das ist ein sehr einfacher elektromechanischer Rechner, der in der Lage war, auf die Eingabe von Fotozellen hin, man hatte dort ein 20x20 Pixel großes Array von Fotozellen und war damit in der Lage, diese Fotozellen waren dann hier verschaltet mit diesen einzelnen Neuronen und man hatte also Muster, aus denen gelernt werden sollte. Die Muster, die vorgegeben waren, waren die 10 Zahlen von 0 bis 9 und entsprechend wurde dann eines Korrekturmechanismus zur Folge, dann wurden die Gewichte adaptiert, die Sie hier sehen. Und das war hier bei diesem elektromechanischen Computer noch in folgender Art und Weise. Da waren eben diese Gewichte in Form von Potentiometern realisiert und die Anpassung tatsächlich mithilfe von Elektromotoren. Nichtsdestotrotz war es damit schon möglich, 1957 relativ zuverlässig einzelne handgeschriebene Ziffern, wie beispielsweise in der Postleitzahl, zu erkennen. Und diese ersten Erfolge ebenfalls lösten Jubelschrei in der Presse aus und auch die gesamte Community in der Informatik dachte, es dauert nicht mehr lang und bald können wir basierend darauf einen Rechner schaffen, der eben die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen entweder dem gleichkommt oder diese sogar übertrifft. Aber es kam natürlich ein bisschen anders. Schauen wir mal in die eigentliche Zeitleiste der Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netzwerke hinein. Es fängt also hier in den 1940er Jahren an. Wir sind jetzt mittlerweile bis in die 1960er Jahre hineingestoßen, also das erste Perzeptron, das erste neuronale Netz mit dem entsprechenden Lernalgorithmus, entwickelt hier von Rosenblatt und den anderen Herren, die Sie hier sehen, funktioniert ganz gut. Aber dann schon 1970 kamen hier Minsky und Papert und die fanden heraus, dass eben diese einfachen neuronalen Netze nur in der Lage sind, sogenannte lineare Funktionen zu lernen und zu optimieren. Sehr, sehr einfache nichtlineare Funktionen, wie beispielsweise das exklusive Oder, ließ sich nicht mehr mit einem solchen Perzeptron realisieren. Und genau dort war eben eine Grenze, da konnte nicht mehr weitergelernt werden, also weil man eben hier nur lineare, sogenannte lineare Klassifikatoren realisieren konnte. Es dauerte dann fast 20 Jahre bis Mitte der 80er Jahre, 86, bis eben man in der Lage war, dann mehrschichtige neuronale Netze mit einem entsprechend angepassten Fehlermodifikationsverfahren, dem sogenannten Backpropagation-Algorithmus, so lernen zu lassen, dass man eben auch in der Lage war, nicht lineare Funktionen mithilfe von neuronalen Netzen zu lernen, anzunähern und zu klassifizieren. In den 90er Jahren wurde das weiterentwickelt zu sogenannten Support-Vektormaschinen, die sehr, sehr gut geeignet sind zur einfachen Klassifikation, bis hin dann in den 2000er Jahren jetzt das sogenannte Deep Learning oder Deep Neural Networks mit sogenannten vortrainierten neuronalen Netzen aufgekommen ist. In diesen vortrainierten neuronalen Netzen wird nämlich nicht nur das neuronale Netz selbst, sondern auch die ganzen Eingabewerte, die jetzt eigentlich entscheidend sind, um aus vorgegebenen Trainingsdaten lernen zu können, selbst ermittelt und bewertet. Das heißt, beispielsweise zur Bildklassifikation werden solche Systeme eingesetzt. Es werden zuerst herausgefunden, welche Anteile von den Bildern, welche sogenannten Features, welche Eigenschaften denn besonders interessant sind. Wie werden die aggregiert? Es werden Dimensionen, oder die Dimension ist sehr, sehr hoch, die wird automatisch dann verkleinert durch sogenanntes Subsampling. Dann werden die miteinander verschränkt und aggregiert. Das sind sogenannte Konvolutionsschritte. Dort folgen mehrere solcher Iterationen von diesen Schritten, bevor dann diese Eingaben in die eigentlichen neuronalen Netze hineingefüttert werden. Und der Prozess, der dabei abläuft, das Bewerten, welche Features jetzt eigentlich relevant sind und wie die gewichtet werden sollen, das wird vom Netz dann entsprechend auch selbst gelernt, weil dann oftmals schon Teile davon
wiederverwendet werden und dadurch eben die Leistung sich am Ende vervielfachen kann. Und heutzutage, das haben Sie sicherlich auch schon gesehen, werden zahlreiche solcher neuronalen Netze hauptsächlich auf grafischen Spezialrechnern, also auf Grafikkarten, auf sogenannten GPUs gerechnet, die eben zusammengeschaltet jetzt neue Supercomputer dann eben ergeben und um ein Vielfaches schneller als traditionelle Computer sind. Ein Bereich, in dem auch meine Forschungsgruppe genau diese Art von Technologie eingesetzt hat, ist das sogenannte Visual Concept Detection. Da geht es darum, dass man vorgegebene visuelle Kategorien lernen kann. Also ganz einfach, man hat ein Foto und man versucht herauszufinden, ist das Foto, zeigt das eine Landschaft, ist das innen aufgenommen, ist das außen aufgenommen, was ist darauf zu sehen? Also das sind solche Kategorien, die hier gelernt werden können. Und das ist ein einfaches Beispiel, das ich hier von Google genommen habe. Wenn Sie einen der Links, die hier angegeben sind in der Präsentation, einfach folgen, kommen Sie zu einem solchen Klassifikator. Sie geben ein Foto ein und Sie bekommen dann an der Seite die wahrscheinlichsten Kategorien entsprechend dem neuronalen Netz, das hier dieser Anwendung zugrunde liegt, zurückgeliefert. Und da finden Sie halt heraus, hier beispielsweise haben Sie eine Landscape, also eine Landschaft vor sich. Es ist Abend wahrscheinlich oder morgen, es wird beides zurückgegeben. Es ist eine ländliche Gegend. Also man sieht, was hier als Klassifikationsergebnis zurückkommt. Und das kommt einer menschlichen Einschätzung oftmals schon recht nahe. Ablaufen tun solche Klassifikationsaufgaben meist nach dem Konzept des sogenannten überwachten Lernens, Supervised Learning. Was man dabei macht, ist, man hat eine ganze Reihe von sogenannten Trainingsdaten, positive Trainingsdaten, negative Trainingsdaten, die für eine ganz bestimmte Kategorie, die klassifiziert werden soll, steht. Also hier haben Sie beispielsweise für die Kategorie Landschaft positive Merkmale und auch negative Ausprägungen, wie beispielsweise jetzt die Fotos von einzelnen Städten, die Sie hier sehen. Und aus diesen gelernten Daten oder mit Hilfe dieser Daten wird das neuronale Netz trainiert. Es werden also diese Gewichtungen, die wir am Anfang gesehen haben, automatisiert nach diesem bestimmten Fehlerrückverfolgungsverfahren gelernt, indem eben der produzierte Output mit dem erwarteten Output verglichen wird und der Fehler zurückgeführt wird und die Gewichte angepasst werden. Und das geht so lange, bis der Fehler ein Minimum erreicht. Und dann ist das neuronale Netz in der Lage, eine Klassifikation vorzunehmen, und im Idealfall wurden dann eben bestimmte Merkmale in diesen Bildern oder in dieser Klassifikationsaufgabe generalisiert, sodass auch angewandt auf unbekannten Input die richtige Klassifikation getroffen werden kann. Also das ist der Hintergrund bei diesen neuronalen Netzen in diesen Klassifikationsaufgaben. Was haben wir jetzt speziell in meiner Forschungsgruppe dazu gemacht? Interessant war hier insbesondere ein Vergleich zwischen diesen neuen neuronalen Netzen und den herkömmlichen linearen Prädiktoren, wenn es darum geht, wie viele Trainingsdaten brauche ich denn überhaupt? Um nämlich möglichst exakt und möglichst gut lernen zu können, ist es wichtig, dass man eine möglichst große, möglichst aussagekräftige Menge an Trainingsdaten hat, um auch wirklich in der Lage zu sein, entsprechend generalisieren zu können. Leider ist es oftmals nicht in der Lage, dass man Trainingsdaten hat, weil wichtig ist bei den Trainingsdaten, was Sie brauchen, ist nicht nur das Bild selbst, Sie brauchen dazu, auch wenn Sie trainieren wollen, die Aussage, was ist auf dem Bild zu sehen. Das heißt, man braucht eine sogenannte Ground Truth, die erzeugt werden muss, meistens in manueller Art und Weise, und das ist sehr aufwendig und manchmal auch sehr teuer. Deshalb ist es für bestimmte Klassifikationsaufgaben sehr, sehr spannend zu sehen, was passiert denn, wenn ich eigentlich nur wenige Trainingsdaten zur Verfügung habe. Und da haben wir herausgefunden, dass eben die traditionellen Verfahren mit linearen Prädiktoren Vorteile bieten, bis zu einer bestimmten Größe, das sehen Sie hier in diesem Diagramm, ab einer bestimmten Anzahl von Trainingsdaten, das ist hier auf der X-Achse angegeben, überschneidet dann ungefähr bei 0,2 die rote Linie, das sind die CNNs, die Convolutional Neural Networks, die übertreffen dann die blaue Linie, das sind diese linearen Prädiktoren. Aber hat man eine geringere Menge an Trainingsdaten nur zur Verfügung, sind die herkömmlichen Verfahren auf jeden Fall vorzuziehen, weil sie immer noch zuverlässigere und bessere Ergebnisse liefern können. Ausgehend davon haben wir uns dann Gedanken gemacht, ja, wie könnten wir größere Mengen an Trainingsdaten denn herbekommen? Und eine einfache Art und Weise wäre es natürlich dazu, das Internet, das World Wide Web herzunehmen.
Sie wissen selbst, es gibt Social-Media-Plattformen, dort gibt es sehr, sehr viele Bilder. Beispielsweise Flickr ist eine Plattform, wo Sie Fotos hochladen können, Videos hochladen können und die Nutzer normalerweise beschreiben auch genau diese Bilder. Sie vergeben Tags und vergeben halt kurze Schlüsselwörter, die oftmals den Inhalt dieser Bilder beschreiben. Und das kann man sehr schön hernehmen und als Trainingsdaten verwenden, weil ein Großteil dieser Bilder auch öffentlich zugänglich ist und ohne rechtliche Verpflichtungen oder Einschränkungen genutzt werden kann. Es gibt hier diesen sogenannten Mehr-Flickr-Datensatz, das sind 1 Million Flickr-Bilder drinnen, die sind auch noch herausgesucht worden, entsprechend einem sogenannten Interestingness Score, das heißt, das sind eigentlich auch qualitativ hochwertige Bilder dabei und es gibt ein paar zusätzliche Metadaten und die haben wir als Ausgangsbasis für das Lernen genommen. Das einzige Problem, das man hat, wenn ich jetzt die Kategorie Landschaft lernen möchte, es sind nicht allzu viele Bilder tatsächlich mit dem Keyword, mit dem Schlüsselwort Landschaft getaggt. Was wir uns gedacht haben ist, ja, okay, Sprache ist natürlich sehr, sehr mehrdeutig. Und je nachdem, wer jetzt das Bild tatsächlich annotiert, der verwendet vielleicht eine andere Art von Sprache, andere Art von Ausdrücken, Synonyme und was auch immer. Erste Idee wäre natürlich herzugehen, wir nehmen ein Synonymlexikon und schauen einfach mal, was gibt es denn für Wörter, die ebenfalls Landschaft bedeuten, was man da als andere, als Synonym Ausdruck verwenden kann. Dabei ist man aber immer eingeschränkt, weil wir wissen, selbst in solchen sozialen Medien kommen die Leute oft auf interessante neue Wortschöpfungen, die noch gar nicht in unserem Lexikon stehen. Deshalb sind wir hergegangen und haben versucht, semantische Ähnlichkeit zwischen diesen Schlüsselworten auch automatisiert zu lernen, auch mit Hilfe eines einfachen neuronalen Netzwerks, mit Hilfe sogenannter Word Embeddings. Wir haben das Word-to-Vec Skipgram-Model benutzt und haben dadurch semantische Ähnlichkeiten zwischen diesen Schlüsselwörtern gesucht und sind hergegangen und haben dann Gruppen von Bildern ausselektiert, die sehr, sehr ähnliche Schlüsselwörter beinhalten, um eben herauszufinden, wir wollen A, eine Gruppe von Bildern, die groß genug ist, auf der Landschaften zu sehen sind und wir wollen auch möglichst irgendwie den Bilder, auf denen jetzt nicht notwendigerweise Landschaften drauf sind, sondern die in einer Landschaft aufgenommen sind und vielleicht irgendwas anderes zeigen, die wollen wir ausfiltern. Also den Noise, den sogenannten, diese Verschmutzungen und Unreinheiten, die man auf dem Trainingsdatensatz hat, die sollten ausgefiltert werden. Und das war damit möglich. Und Sie sehen an dieser Tabelle, die ich hier noch mit dabei habe, dass ausgehend von der Baseline eine solche Verfeinerung und Vergrößerung des entsprechenden Trainingsdatensatzes auch eine Verbesserung der Klassifikationsergebnisse, und zwar eine signifikante Verbesserung der Klassifikationsergebnisse mit sich gebracht hat. Also das ist eine sehr einfache Möglichkeit, jetzt in der Bildklassifikation zusätzliche Trainingsdaten zu erzeugen, indem man eben öffentlich verfügbare Bilderdaten hier zu diesem Zweck hernimmt, die eben jetzt von einer größeren Menge an Nutzern, nicht nur von einem Einzelnen, entsprechend annotiert worden sind und diese Annotationen können dann hier genutzt werden. Wichtige Erkenntnis dabei ist aber auch, dass eben nutzt man die Crowd, also das heißt die allgemeinen nicht spezialisierten Nutzer zur Bereitstellung von solchen Klassifikationsergebnissen, muss man stets dafür sorgen, dass der Trainingsdatensatz entsprechend danach auch nochmal gefiltert, also gereinigt wird. Und dazu dienen eben diese Algorithmen, die wir in der Vorverarbeitung, wie Sie hier sehen, angewendet haben. Dann, um zu verstehen, wie jetzt genau solche Klassifikatoren arbeiten, haben wir versucht, hier einfache Visualisierungsmaßnahmen auf den klassifizierten Bildern durchzuführen. Das heißt, wir haben hier mit einer sogenannten Heatmap versucht, Bereiche einzufärben, an denen man erkennen kann, wo sind jetzt genau die entscheidenden Stellen im Bildinhalt, die verantwortlich sind für eine bestimmte Klassifikation. Also was sind diese höchst diskriminativen Bereiche innerhalb eines Bildes. Und die sind hier in dieser Abbildung in blau eingefärbt. Und wir haben hier in der oberen Reihe den traditionellen Klassifikator, lineare Klassifikation, und dann in der unteren Reihe das Convolutional Neural Network. Und von links nach rechts erhöht sich die Menge der Trainingsdaten. Was Sie hier sehen können, ist, dass bei den traditionellen Klassifikatoren, hier bei diesen Bildern, sollte der Begriff oder das Konzept Maulkorb erkannt werden. Da ist der blaue Bereich in der oberen Reihe relativ groß. Er bedeckt natürlich hier auch den Maulkorb, aber er ist noch nicht sehr stark differenziert. Wenn Sie sich die untere Reihe betrachten,
Da ist der blaue Bereich viel kleiner, trifft aber bei der geringen Anzahl an Trainingsdaten noch nicht genau diesen Bildbereich, der jetzt eigentlich den Maulkorb enthält. Das kommt dann erst bei großen Trainingsdatenmengen. Das sehen Sie hier ganz in der unteren rechten Ecke, sehen Sie genau, da ist der blaue Bereich ausschließlich jetzt nur noch am Maulkorb. Danach wurde klassifiziert, das ist der ausschlaggebende Bildbereich. Man sieht also am Anfang, mit kleinen Datenmengen sind hier immer noch die traditionellen Verfahren mehr oder weniger im Vorteil, da genau der zu erkennende Bereich mit eingeschlossen ist. Aber je größer die Trainingsdatenmenge wird, desto mehr holen dann hier auch diese Convolutional Neural Networks auf und desto differenzierter kann dann hier dann auch tatsächlich der ausschlaggebende Bildbereich, der für die Klassifikation dann entsprechend verantwortlich ist, ausgewählt werden. Okay, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie gut oder wie weit wir gekommen sind mit diesen maschinellen Lernverfahren, kann man festhalten, dass auf der einen Seite Bildklassifikation oder auch Spracherkennung mittlerweile einem nahe menschlichen Qualitätsstandard entspricht. Genauso ist es mit der Übersetzung von handgeschriebenen Botschaften und Texten, die können sehr gut dann transkribiert werden. Maschinelle Übersetzung funktioniert schon sehr, sehr gut, können Sie im Netz überall ausprobieren. Ebenfalls auch die sogenannte Text-to-Speech-Conversion, also wenn Sie einen Text haben und der vorgelesen werden soll. Das können Computer mittlerweile schon sehr gut. Es gibt diese schönen Anwendungen wie Google Now oder Amazon Alexa oder auch Apple Siri, digitale Assistenten, die auf der einen Seite genau Sie verstehen, das heißt gesprochene Sprache versuchen zu verstehen und dann auch noch versuchen, darauf Antworten zu finden in der weiteren Verarbeitung, die allerdings noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen stecken. Und natürlich maschinelles Lernen hat für sehr, sehr große Fortschritte im autonomen Fahren gesorgt. Und nicht zu vergessen am Ende natürlich noch das Go-Spiel, das natürlich mittlerweile von der Maschine wesentlich besser ausgeführt werden kann als von jedem Menschen. Das ist aber, wie gesagt, der Bereich oder nur ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der auf diesen ursprünglich biologischen Verfahren des Lernens beruht. Es gibt noch einen anderen Zweig, der zweite Zweig der künstlichen Intelligenz, und da geht es eigentlich darum, jetzt Wissen explizit zu repräsentieren in Form von symbolischer Logik und dann mit Hilfe der formalen Logik tatsächlich Schlüsse ziehen zu können, Inferenzen zu ziehen, das heißt aus vorhandenem impliziten Wissen explizites Wissen zu machen, mit der Hilfe eines logischen Kalküls. Hier geht die Entwicklung noch viel, viel weiter zurück, sogar in die Antike. Das heißt, bereits in der Antike hat man sich über Wissensrepräsentationen Gedanken gemacht, allen voran Aristoteles hier im 4. vorchristlichen Jahrhundert. Aristoteles hat in seiner Metaphysik beschrieben, wie er, und er war dabei zu versuchen, zu beschreiben, welches Wissen können wir denn überhaupt über die Welt erschließen, ohne direkt jetzt unsere Sinne dazu zu benutzen, sondern nur aus dem reinen Denken. Und dazu hat er versucht, die Dinge, die es in der natürlichen Welt gibt, zu klassifizieren, und zwar in universelle, allgemeine Kategorien zu packen. Er hat 10 universelle Kategorien definiert und hat dann versucht, alles, worüber man eine Aussage treffen kann, in eine von diesen 10 Kategorien, manchmal auch in mehrere Kategorien, einzuordnen. Und dieser Mechanismus, wie entscheide ich, in welche Kategorie ich jetzt irgendein bestimmtes Objekt der realen Welt einordne, das ist einer der allerersten Entscheidungsalgorithmen gewesen, der hier schön dargestellt ist in einer mittelalterlichen Darstellung des sogenannten porphyrischen Baum des Wissens. Also das ist einer der ersten Entscheidungsalgorithmen, der hier visualisiert worden ist. Also hier geht die Entwicklung sehr, sehr weit zurück. Gehen wir ein ganzes Stück weiter zu Gottfried Wilhelm Leibniz im 17. Jahrhundert im Barock. Der hat natürlich die aristotelischen Ideen aufgegriffen und wollte dann dieses Wissen und die Logik anwenden auf die menschliche Sprache, um dem Menschen bei seinen Denkprozessen und auch bei Streitereien, bei Uneinigkeiten zu helfen, indem man versucht, die Sprache in eine Art Logik zu packen und dann eben das richtige Ergebnis auszurechnen. Er hat geschrieben, 1667 in einem Brief an Philip Spener, alle menschlichen Schlussfolgerungen müssten auf irgendeine mit Zeichen arbeitende Rechnungsart zurückgeführt werden, wie es sie in der Algebra und Kombinatorik und mit den Zahlen gibt.
wodurch nicht nur mit einer unzweifelhaften Kunst die menschliche Erfindungsgabe gefördert werden könnte, sondern auch viele Streitigkeiten beendet werden könnten, das Sichere vom Unsicheren unterschieden und selbst die Grade der Wahrscheinlichkeiten abgeschätzt werden könnten, da ja der eine, der im Disput Streitenden zum anderen sagen könnte, lass uns doch nachrechnen. Natürlich hat er das auf Latein geschrieben, deshalb calculemus, lass uns rechnen. Allerdings hatte Leibniz noch nicht den dazu notwendigen Kalkül zur Verfügung, den man braucht und die entsprechende Notation, die man braucht, um explizit mit logischen Ausdrücken rechnen und auch damit neues Wissen herleiten zu können. Das brauchte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis dann am Ende ein Kalkül eingeführt worden war. Der erste, der damit angefangen hat, war Gottlob Frege an der Universität Jena mit seiner Begriffsschrift, die schon unserer modernen Logik in der Art und Weise, wie wir sie heute notieren, sehr, sehr nahe kommt. Das Ganze wurde dann Anfang des 20. Jahrhunderts noch weiter verfeinert und daraus wurde dann die Aussagenlogik und die Prädikatenlogik und auch alle anderen Formen der Logik, die wir heute benutzen. In den 50er, 60er Jahren wurden dann genau diese Formen der symbolischen Repräsentation, der symbolischen Logik hergenommen, um Wissen, allgemeines Wissen zu repräsentieren und um Entscheidungen basierend auf diesem Wissen tatsächlich treffen zu können. Allererste Expertensysteme wurden hier beispielsweise auch von Marvin Minsky hier in den 70er Jahren bereits entwickelt. Und heute hat sich das weiterentwickelt zu einem riesengroßen Netz von Daten, dem Web of Data, einem riesengroßen Knowledge Graph, der über das komplette World Wide Web verteilt ist, Zehntausende von Datensätzen, die untereinander verlinkt sind und die nur auf sehr, sehr leicht gewichtigen Wissensrepräsentationen basieren. Aber das Wichtige daran ist, dass in diesen Datensätzen jedes einzelne Datum eindeutig identifizierbar, adressierbar ist und mit anderen zusammenhängt. Und die Art und Weise, wie diese Daten miteinander zusammenhängt, das wird über sogenannte Ontologien, das sind formale Wissensrepräsentationen, beschrieben, die auf der anderen Seite maschinenlesbar sind, sodass ein Computer in der Lage ist, diese Daten nicht nur automatisiert zu lesen, sondern auch zu verstehen und darauf aufbauend Entscheidungen zu treffen. Und genau das ist der Bereich, in dem auch meine Forschungsgruppe hier gearbeitet hat. Nutzen kann man einen solchen Wissensgraph beispielsweise hier in der natürlichen Sprachverarbeitung. Schauen wir uns mal hier einen einfachen Text an. Leibniz wrote to Caroline of Ansbach that Newton's physics was detrimental to natural theology. Was ist Leibniz? Leibniz ist hier ja nur ein Wort. Wir selbst wissen, dass es sich bei Leibniz um Gottfried Wilhelm Leibniz, diesen Wissenschaftler oder auch Universalgelehrten aus dem Barockzeitalter, handelt. Wenn wir in der Lage sind, genau diesen Textabschnitt jetzt einer sogenannten Entität in einem solchen Wissensgraphen, einem Knoten in diesem Wissensgraphen zuzuordnen, sind wir auch in der Lage, tatsächlich zu verstehen, worum es sich handelt, weil in diesem Wissensgraphen können wir herausfinden, dass hinter dieser Entität Leibniz eine Entität verborgen ist, die zu einer bestimmten Klasse gehört, nämlich zur Klasse der Philosophen. Und die Philosophen wiederum sind eine Unterklasse von Personen. Also wir wissen, Leibniz ist eine Person und war ein Philosoph. Hilft uns noch nicht viel, weil wir wissen noch nicht, was ein Philosoph oder eine Person ist. Aber immerhin können wir vergleichen, welche anderen Entitäten sind denn beispielsweise ebenfalls in dieser Klasse und wissen dann, okay, die sind vergleichbar, die sind ähnlich. Auf der anderen Seite können wir auch Attribute, Eigenschaften herausfinden, wie das Geburtsdatum, das Todesdatum oder was ist der Name dieser Entität. Und wir können genauso auch Beziehungen zu anderen Entitäten herausfinden. Beispielsweise, dass Christian Wolff einer der Studenten von Leibniz war und Leibniz dessen Doktorarbeit betreut hat. Und wir wissen auch beispielsweise, dass Christian Wolff im Bereich der Ontologien gearbeitet hat und dass er ebenfalls ein Philosoph war. Und aus genau diesen Zusammenhängen, aus diesem großen Graph, kann man automatisiert daraus schließen, welche Dinge haben miteinander zu tun, welche Dinge sind miteinander ähnlich. Man kann also hier einen Großteil der Semantik aus diesen Zuordnungen erschließen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie komme ich dahin? Wie finde ich heraus, dass Leibniz in einem Text genau dieser Gottfried Wilhelm Leibniz ist, den ich hier in meiner Wissensbasis habe und dass es sich hier nicht um einen Leibniz-Keks handelt? Da werden Sie sagen, okay, dazu muss ich den Satz lesen und muss den Rest miteinander in Bezug setzen. Das heißt, Sie müssen auf den Kontext achten.
Und dieser Prozess dann wird normalerweise Entity Recognition genannt. Und wenn es sich um sogenannte Named Entities handelt, also Entitäten, die eine individuelle Existenz haben, die einen Namen haben, dann wie im Fall von Leibniz, ist es eine Named Entity. Und wenn es sich um Gruppen, Klassen oder allgemeine Entitäten handelt, die eben jetzt eine ganze Gruppe von Dingen bezeichnen, wie beispielsweise hier Korrespondenz oder hier der Tod im Allgemeinen, dann sind es sogenannte Common Entities oder allgemeine Entitäten. Und um jetzt genau herauszufinden, was genau ist die Entsprechung in einer Wissensbasis, müssen Sie natürlicherweise mit statistischen Methoden oftmals herangehen, um Mehrdeutigkeiten aufzulösen. Wir hatten ja die Mehrdeutigkeit, Leibniz kann entweder sein der Wissenschaftler oder eben der Keks. Und aus den Worten, die jetzt zusammen in dem Satz hier genannt werden, wie beispielsweise hier Caroline von Ansbach oder Newton und Physik, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei Leibniz wahrscheinlich um den Wissenschaftler und nicht um den Keks handelt, relativ groß. Und genau solche Wahrscheinlichkeiten können wir erstmal ermitteln über statistische Beobachtungen, indem wir feststellen, was wird häufig im Zusammenhang miteinander gebraucht. Und darauf aufbauen können wir dann eine Entscheidung treffen. Und ein weiteres Modell, das jetzt nicht nur auf die Sprache schaut und diese statistische Kontextanalyse anhand von sogenannten Kookurrenzen durchführt, sondern die das Wissen hier aggregiert und direkt auf einem solchen Wissensgraphen arbeitet, das ist die Graphenanalyse auf solchen Wissensgraphen. Und die haben wir beispielsweise genutzt hier im Fall der Named Entity Recognition. Hier sehen Sie einen solchen Graph, wie der aussehen kann. Was wir hier machen, ist nichts anderes, als wir versuchen, jeden potenziellen Kandidaten für diese Named Entities, die wir hier in diesem Satz haben, für Leibniz, für Caroline von Ansbach, für Newton, für Physik, für Natural Theology, versuchen wir alle Kandidaten zu ermitteln und aus dem vorhandenen Wissensgraphen, den wir benutzen, versuchen wir genau den Teil herauszulösen, der genau von diesen potenziellen Kandidaten initiiert wird. Und dann erhalten wir eine Struktur wie diese und müssen dann herausfinden, wo haben wir denn Zusammenhänge, vorgefertigte Zusammenhänge, die bereits schon in diesem Wissensgraphen waren, zwischen den einzelnen Entitäten, die hier in dem Satz genannt werden. Und dann sind diejenigen, die tatsächlich hier miteinander zusammenhängen und nicht unverbunden dastehen, dann meist die wahrscheinlicheren. Allerdings ist das genau jetzt ein kleines Spielbeispiel, muss man sagen. Oftmals haben Sie hier, auch wenn Sie nur einen Satz betrachten, mit 5 oder 6 Entitäten, oftmals schon Graphen mit mehreren 100 oder mehreren 1000 Knoten und dementsprechend Zehntausenden oder Hunderttausenden von Querverbindungen. Und das Ganze wird dann natürlich vom Rechenaufwand oftmals sehr, sehr aufwendig. Also was wir hier oft machen, ist dann, dass wir versuchen, effizientere Verfahren, die diese Graphverfahren approximieren, zu finden. Und das macht man oftmals, indem man ein solches Problem dann in einen anderen Suchraum, in einen anderen Problemraum überführt. Und was wir hier machen beispielsweise, ist einen solchen Graphen in einen Vektorraum überführen, um dann sehr, sehr einfach Ähnlichkeitsbeziehungen in diesem Vektorraum zu finden. Da komme ich gleich auch nochmal ein Stück zurück. Eine zweite Möglichkeit, solche Wissensgraphen zu nutzen, ist beispielsweise im Beantworten von Fragen, sogenanntes Question Answering. Da werden Sie normalerweise eine natürlichsprachige Frage gestellt bekommen, also hier, wo wurde Leibniz geboren? Where was Leibniz born? Was Sie dann hier tun, ist als allererstes, Sie versuchen herauszufinden in dieser Frage, wo sind jetzt die Named Entities? Also hier würde ich herausfinden, okay, über Entity Linking finde ich heraus, Leibniz ist eine der Entitäten, die entsprechend für mich relevant sind, dann muss ich natürlich noch weiter den Satz oder die Frage analysieren. Ich schaue mir das Fragewort an, um herauszubekommen, was wird denn eigentlich erwartet von mir, was soll ich denn finden? Und hier ist eine Frage nach where, also der Result Type, der hier nach dem gesucht wird, ist ein Ort oder eine Ortsangabe. Und dann muss ich noch weitergehen, ich muss eine Relationenextraktion vornehmen und herausfinden, okay, was genau war denn jetzt hier gefragt, was ist die Relation, die hier gesucht wird zwischen dem gesuchten Begriff und meiner Named Entity in der Frage. Und da finde ich hier born, was bedeutet, es wird also der Geburtsort am Ende dann gesucht. Das kommt bei der Relationsextraktion heraus. Und wenn ich genau diese drei Teile oder die in einer Frage hier bestehenden Teile in diesem konsistenten Zusammenhang ermitteln kann, kann ich daraus auch eine sehr, sehr einfache Abfrage an eine Datenbank, hier in dem Fall ein sogenannter Triple Store, in dem diese semantischen Daten, dieser Wissensgraph gespeichert vorliegt, stellen, in einer Sprache, die nennt sich hier Sparkle, angelehnt an SQL, und
kann sehr, sehr einfach aus dem vorhandenen Wissensgrafen ermitteln, dass eben das Ergebnis dieser Abfrage, die ich hier gestellt habe, wo nach dem Geburtsort von Gottfried Wilhelm Leibniz gefragt wird, dann Leipzig ist. Und genau das machen heutzutage auch Suchmaschinen, also nicht nur Google, sondern auch hier habe ich mal Bing herausgesucht als Microsoft-Suchmaschine. Die können Fragen, einfache Fragen wie diese, aus dem Stegreif beantworten, weil eben die Grundlage heutzutage solcher Suchmaschinen Wissensgrafen sind, also Knowledge Graphs. Daher können die eben sehr gut eingesetzt werden, um solche oder auch noch ein bisschen kompliziertere Fragen tatsächlich beantworten zu können. Was haben Wissensgrafen bislang erreicht? Also man verbesserte damit deutlich die Ergebnisse bei der Websuche, wie Sie bei Google und anderen Suchmaschinen sehen können. Das Beantworten von Fragen, also dieses Question Answering in natürlicher Sprache, wurde weitgehend verbessert. Darauf aufbauend wurden dann Empfehlungen für Empfehlungssysteme, die inhaltsbasiert sind und jetzt nicht einfach nur auf statistischen Entscheidungen, wer hat was gekauft, als er dieses und jenes gekauft hat, sondern eben, was hängt inhaltlich zusammen. Entscheidungs- oder Empfehlungssysteme auf genau dieser Basis wurden mithilfe von Knowledge-Graphen weitgehend verbessert. Dann ermöglichen diese Wissensgraphen dann auch noch sogenannte zufällige glückliche Entdeckungen, im Englischen serendipitous discoveries, also ich finde etwas, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, aber was trotzdem wichtig für mich ist, und das nennt man dann auch explorative Suche, und das genau ist eins der Gebiete, auf denen ich hier am FITS aktuell mit meiner Gruppe arbeite. Was noch fehlt oder wozu kaum explizit vorhandenes Wissen in solchen Wissensgraphen vorhanden ist, das ist sogenanntes Common Sense Knowledge, also allgemeines Wissen. Wie gehe ich durch eine Tür? Dazu muss ich zuerst den Türknauf drücken, dann muss ich die Tür zu mir hin oder von mir wegbewegen und dann muss ich sie so weit aufmachen, dass ich selber durchgehen kann. Das ist allgemeines Wissen, Weltwissen. Allerdings solches Wissen finden Sie nicht in Textform oder in Form von Knowledge-Graphen im Netz selbst. Also das sind Dinge, die im Moment noch fehlen und alles, was Sie mit diesen Wissensgraphen im Moment können, ist halt alles, was tatsächlich irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise aufgeschrieben worden ist an Wissen. Das können Sie damit erfassen, aber Wissen, das Sie gelernt haben als Mensch und das Sie eigentlich als selbstverständlich erachten, das nie aufgeschrieben worden ist in dieser Art und Weise, das liegt im Moment noch fern. Das sind also Dinge, die dann eigentlich, die lernt man, indem man auch körperlich quasi selbst Rückkopplung durch die äußere Welt erfährt. Und das sind Dinge, die man eben virtuell im Netz nur sehr eingeschränkt vornehmen kann. Deshalb sind in diesem Bereich noch keine großen Fortschritte gemacht worden. Die entscheidende Frage ist jetzt in der Forschung, wie können wir beide Seiten, Deep Learning und symbolische Wissensrepräsentation, also Semantik, miteinander kombinieren. Schauen wir uns mal beide Seiten an. Versuchen wir erstmal Deep Learning einzusetzen, um Wissensgraphen aufzubauen. Also hier kann man sehr, sehr wohl hergehen und anstelle der Standardverfahren, der Verfahren, die Sie hier gesehen haben, über diese Graphanalyse bei der Named Entity Recognition, da können Sie natürlich auch hergehen und können Deep Learning-basierte Verfahren, die auf den Einsatz von solchen Convolutional Neural Networks basieren, dazu einsetzen, um Ihre Wissensgraphen zu erweitern. Und zwar auf zweierlei Arten. Auf der einen Seite können Sie diese Wissensgraphen dann aufgrund von Texten, die Sie im Web finden, die analysiert werden auf semantische Art und Weise, aus den Entitäten herausgezogen werden, aus den Relationen herausgezogen werden. Und das Ganze wird dann in Form von Wissensgraphen festgeschrieben, symbolisch repräsentiert. Das ist auf der einen Seite eben diese Population und Erweiterung von Wissensgraphen auf der Instanzebene. Sie können aber auch übergeordnet, mehr generalisiert Ontologien lernen. Das heißt, wie verhalten sich allgemeine Klassen von bestimmten Instanzen gegenüber anderen Klassen? Also das, was dahinter steht, das können Sie entsprechend mit solchen Deep Learning Verfahren genauso lernen und auch zum Teil noch differenzierter lernen, als das mit traditionellen Verfahren möglich ist. Ganz wichtig in dem Bereich ist auch, es gibt nicht nur einen Wissensgraph, es gibt viele unterschiedliche Wissensgraphen, in denen Wissen auch manchmal auf unterschiedliche Art und Weise repräsentiert wird. Nehmen Sie einfach das Beispiel zwei Menschen. Um sich zu verstehen, muss man erstmal eine Zeit lang Informationen austauschen, damit man versteht, in Anführungszeichen, wie der andere tickt.
Und genauso ist es auch wichtig, zwischen zwei unterschiedlichen Wissensgraphen diese Verbindung zu knüpfen und herauszufinden, wie passt denn das Wissen in dem einen zu dem Wissen in dem anderen zusammen? Was bedeutet denn jetzt, wo sind Ähnlichkeiten, wo sind Äquivalenzen, auch wenn sie nicht exakt gleich ausgedrückt worden sind? Und da kommt dann eben der Bereich des sogenannten Ontology Alignment und der Link Discovery herein, wo dann auch wiederum Techniken aus dem Deep Learning, insbesondere im Bereich der Sprachverarbeitung und der Texteverarbeitung, wo wieder neues Wissen herausgezogen werden kann und entsprechend hier dann eingesetzt werden kann. Also das sind Möglichkeiten, wie ich Deep Learning einsetzen kann, um Knowledge Graphen aufzubauen, zu erweitern in diesem Zusammenhang. Es geht aber auch genau in die andere Richtung. Also wie kann ich jetzt Knowledge Graphen einsetzen, um Deep Learning Verfahren zu verbessern? Dazu muss ich nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Eins der Verfahren, wir hatten es vorhin schon mal in einem Bereich kurz angesprochen, sind sogenannte Word Embeddings, Word to Vec. Da geht es darum, dass ich aus Worten, aus einem Text, einen Vektorraum bauen kann. Also was hier genau gemacht wird, ist, es wird herausgefunden oder es wird versucht, statistisch zu analysieren, welche Worte kommen vor und nach bestimmten Worten oder im Umfeld bestimmter anderer Worte häufig vor. Daraus wird dann ein Vektorraum gebaut. Der Vektorraum hat dann die interessante Eigenschaft, dass ähnliche Worte oftmals auch mit ähnlichen anderen Worten oftmals zusammen vorkommen. Das heißt, ähnliche Vektoren bedeutet auch inhaltliche Ähnlichkeit. Ich kann also hier dann die semantische Ähnlichkeit mit Hilfe eines solchen Vektorraummodells ganz einfach über die Ähnlichkeit zweier Vektoren oder den Abstand zweier Vektoren dann einfach feststellen. Und mehr noch, ich kann auch sogenannte Vektorraumarithmetik einsetzen, um eben Vektoren hier beispielsweise zu addieren und dann wieder Ähnlichkeiten festzustellen. Und damit kann ich schon sehr, sehr viel oder gewinne sehr, sehr viel semantische Ausdruckskraft. Allerdings ist das Ganze hier noch bezogen auf natürliche Sprache. Interessant wird der Bereich, wenn ich jetzt hergehe und diese Graphen mit einbeziehe und dieselbe Methode hier jetzt beispielsweise auf einen Graphen einbeziehe. Dort versuche ich, das Umfeld eines bestimmten Knotens in diesem Graphen entsprechend dem Umfeld eines Wortes in einem Text auch jetzt hier in einen Vektorraum zu überführen, sodass ich feststellen kann, anhand der Vektorenzuordnung oder der Vektoräquivalenz von zwei Knoten, ob diese Knoten irgendwie zueinander ähnlich sind. Ich finde also hier eine Art Abkürzungs- oder Approximationsmechanismus für den etwas komplexen oder wesentlich komplizierteren Vorgang, wenn ich zwei Graphen miteinander vergleichen möchte, ob die inhaltlich irgendwie das Gleiche beinhalten. Und das kann ich jetzt hier durch die Abbildung auf den Vektorraum deutlich beschleunigen. Und das wird mit dem sogenannten ADF-to-Vec-Verfahren, das angelehnt ist an das Word-to-Vec-Verfahren, durchgeführt, das auch auf maschinellem Lernen basiert und deren Grundlage hier auch ein neuronales Netzwerk ist. Also hier haben wir das erste Mal den Bereich, wo wir Learning oder Deep Learning dann hier jetzt auch einsetzen, um entsprechend dann Knowledge Graphen dann verbessern zu können. Wenn wir jetzt beides zusammenführen, das ist jetzt auch wieder interessant, wenn ich die traditionelle Art und Weise, wie ich hier über Texte Vektoren erzeuge, zusammenführe mit Vektoren über Wissensgraphen, dann kann ich sogenannte hybride Modelle erzeugen. Das bringt mich normalerweise noch nicht so viel weiter. Im Wissensgraph steht meistens genau dasselbe, was auch in einem vorgegebenen Textkorpus steht. Aber ich kann noch weitergehen. Ich kann semantisch annotierte oder semantisch erweiterte Texte, die es ja auch gibt, Texte, die Links zu anderen Dokumenten beispielsweise enthalten, hernehmen und kann daraus sogenannte Kontext-Embeddings herstellen. Und was ich halt hier mache, ist, unterschiedlichste Embeddings, Vektorraumrepräsentationen, füge ich zu einem neuen großen Vektorraum zusammen und kann darauf aufbauend dann wieder neue Klassifikationsaufgaben besser lösen, als ich das vorher in der Lage war. Das heißt, hier ist auch ein Bereich, in dem Deep Learning zusammen eingesetzt wird mit Wissensrepräsentationen, um jetzt hier in dem Fall auch maschinelles Lernen verbessern zu können. Das ist auch eine der Arbeiten, die wir oder mit denen wir uns aktuell in unserer Forschung befassen.
Hingehen soll es dabei zu sogenannter neurosymbolischer Integration. Was man hier normalerweise macht, ist, man versucht hier schichtweise solche Netze, solche Wissensgraphen irgendwie aufzubauen, indem man hergeht und erstmal sämtliches symbolisches Hintergrundwissen in Form eines Netzwerks versucht zu repräsentieren. Dann versucht man zusätzliches Wissen zu lernen. Das sind dann die höheren Schichten, die dann quasi aus den unteren Schichten generalisieren und verallgemeinern. Dann versucht man diese Netzwerke abzuarbeiten, beispielsweise mit Hilfe von Reasoning, also Schlussfolgern. Und das, was man dann via Reasoning herausbekommen hat, versucht man dann wieder über symbolische Wissensextraktion in eine entsprechende symbolische Repräsentation zu bringen, um dann herauszufinden, neues Wissen, das ich eben auf Grundlage des vorhandenen Wissens gelernt habe. Also hier diese einzelnen Ebenen in diesen Graphen geben normalerweise wieder den Grad der Abstraktion. Das heißt, von oben nach unten finden Sie Spezialisierungen, von unten nach oben finden Sie dann Generalisierungen. Also hier in solchen neurosymbolischen Systemen werden normalerweise dann symbolische Repräsentationen und künstliche neuronale Netze miteinander verbunden und auf diese Art und Weise zusammengeschaltet. Okay, was hat das Ganze jetzt mit dem FITS zu tun? Wir wenden genau diese Technologien, die Sie hier gesehen haben, an, um Informationssysteme in ihrer Funktionalität, in ihrer Benutzbarkeit zu verbessern. Ganz einfaches Beispiel dazu, das ist jetzt kein FITS-Informationssystem, das ist nur ein Technologiebeispiel anhand eines Blogs, das seit vielen Jahren von meiner Gruppe betrieben worden ist. Das ist der Sky High Blog, da geht es um die Geschichte der Wissenschaft und Technik. Und dort üblicherweise sind in jedem einzelnen Text, den Sie sehen, die Entitäten, die in dem Text sind, annotiert. Das heißt, die haben hier, die sind hier unterstrichen. Und wenn Sie auf eine solche Entität mit dem Mauszeiger gehen, erhalten Sie automatisiert übers Netz Informationen zu dieser Entität, die aus einem Wissensgraphen gewonnen werden. Das heißt, das ist gar nicht vorhanden, sondern wir haben in diesem Text nur einen Link, der zeigt, wo ist denn zu diesem Textabschnitt eine Entität in einem Wissensgraphen, in dem Fall ist das die DBpedia, die semantische Version der Wikipedia, und von dort werden dann halt entsprechend Informationen, Zusatzinformationen zu diesem Text gesucht, und ich kann quasi in diesem Text weiterarbeiten, ohne jetzt explizit die Webseite verlassen zu müssen, einfach nur, indem ich interaktiv draufschaue und mir zusätzliche Informationen zu ein oder mehreren Begriffen hole. Das ist nur eine sehr, sehr einfache Visualisierung von zusätzlicher Information, die ich hier bereitstellen kann. Ich kann aber auch hergehen und kann die in einem komplexeren Text vorhandene Information dann in Form eines Wissensgraphen ausdrücken. Das heißt, ich habe die ganzen Entitäten, die im Text gefunden worden sind, und ich kann jetzt hergehen und kann die Beziehungen zwischen diesen Entitäten, die ich wiederum im Wissensgraphen finde, in Form einer Grafik, wie Sie sie hier sehen, darstellen, sodass ich schneller bestimmte Informationen oder Zusammenhänge in komplexen Texten, egal woher die Texte kommen, dann gewinnen kann. Und darauf aufbauend kann ich natürlich, sobald ich diese semantischen Entitäten irgendwo in meinem Text zur Verfügung habe, kann ich dann auch semantische Suchabfragen, semantische Empfehlungen gewinnen. Und sowas haben wir beispielsweise schon angedacht oder angefangen in ZBMAT zu realisieren, wo man solche schönen Timelines generieren kann für jeden einzelnen Mathematiker, wenn Sie auf die Autorenseiten gehen. Und solche Arten der Abfragen der semantischen Suche lassen sich sehr leicht in jede oder in fast jedes Informationssystem des FITS integrieren. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Forschungsarbeit der Gruppe Information Service Engineering. Wir versuchen über unseren Tellerrand natürlich immer hinauszuschauen und herauszufinden, wie kann ich aktuelle Forschungsergebnisse in irgendeiner Art und Weise tatsächlich in fertige Dienste und Produkte bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.